Willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Minute. Heute zeige ich euch einen festlichen Look, der super zu Weihnachten oder auch zu Silvester passt. Bei diesem Look ist es wirklich wichtig, dass wir eine schöne natürliche Haut haben, einen schönen Glow haben, so eine Frische haben drin. Das hat man viel an den Fashion Weeks gesehen und ich zeige euch jetzt, wie man das schminkt. Fangen wir mal an mit der Foundation. Ich habe mich für die Fit Me Linie entschieden, weil das wirklich die Haut schön befeuchtet, eine sehr, sehr leichte Textur ist und es wirklich sehr ein natürliches Finish auch gibt. Und eben gleichzeitig auch nicht zu fest abdecken, sodass wir die Struktur der Haut wirklich schön beibehalten. Und aus feinen Schichten auftragen, dass es wirklich schön leicht bleibt. Ich habe an gewissen Stellen, wo es etwas mehr Deckkraft braucht, kann ich das wie mit mehreren Schichten nachher aufarbeiten. Wenn die Foundation lieber mit den Fingern aufdrehst, kannst du das auch machen. Mit einem Pinsel oder auch mit einem Make-up-Schwamm, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich tue jetzt nur dort, wo wirklich nötig, also schön hier unter den Augen ein bisschen aufhauen. Die feinen Schatten ein bisschen nehmen. Ich lege es direkt auf und dann mit dem Finger wirklich einfach schön einklöpfeln. Meistens ist man auch hier im Augeninnenwinkel leicht so ein bläulich, weil die Haut ein bisschen dünner ist dort. Und das tue ich eigentlich auch immer schön so abdecken, dass es nicht müde wirkt. Wenn man will, kann man auch den Nasenrücken ein bisschen aufhellen, das leichtes Contouring ein bisschen machen. Einfach wichtig, dass es nie zu überladen ist, immer schön natürlich. Und schauen, dass man wirklich nicht plötzlich zu viel Produkt am Schluss getroffen hat. Ich tue jetzt den Concealer mit einem durchsichtigen Puder leicht fixieren, aber wirklich nur wenig, nicht, dass es zu fest auftritt. Ich will auch nicht, dass es zu matt ist, ich will wirklich den Glanz behalten von diesem Look. Für die Augenbrauen brauche ich den Tattoo Brow Pen. Mit dem kann man wirklich sehr, sehr einen natürlichen Look, also man kann wirklich einzelne Härli nachzeichnen, ohne dass es zu fest, also zu intensiven Look gibt eigentlich. Bei Anouk kommen wir jetzt wirklich nur im hinteren Teil eigentlich, wo ich ein bisschen die Lücken auffüllen möchte, ein bisschen voluminöser machen. Und vorne ist eigentlich sehr schön. Also ähnlich auch so wie bei der Microblading-Technik zeichnet man wirklich einzelne Härli rein. Für einen sehr, sehr natürlichen Look und das war dann eigentlich auch so die Inspiration, die sie das Produkt entwickelt haben. Für die Lippen habe ich mich für Color Sensational Made for All entschieden. Und das Rot, das ist ganz viele verschiedene Hauttypen getestet worden. Und das Rot passt wirklich zu jedem Hauttyp. Also es ist schon an der Fashion Week gebraucht worden. Ganz viele verschiedene Models und passt wirklich zu jedem Hauttyp perfekt. Das Wichtige ist bei diesem Look, dass es wirklich keine scharfe Linie gibt, also keine harte Kante bei den Lippen. Dass es schön so ein bisschen verblendet ist. Man kann so mit dem Finger auftragen oder eben dann am Schluss noch ein bisschen mit dem Pinsel schön verblenden. Dass es wirklich einfach so eine feine Kontur gibt. Es soll wirklich so, ein bisschen so aussehen, als ob der Lippenstift schon eine Zeit drauf wäre. Gleich eine schöne, also eine saubere Kontur in dem Sinn, aber nicht eine harte Linie. Als Rouge bleibe ich bei der Made for All Linie von der Color Sensational. Ich mixe zwei Töne direkt auf der Hand zusammen. Und tue das dann eigentlich als Rouge ganz fein auftragen. Es soll wirklich schön glänzend sein, schön frisch wirken. Wichtig ist einfach schön verblenden, dass wir einen feinen Ton bekommen. Für noch etwas mehr Glanz, vor allem einen natürlichen Glanz, tue ich jetzt vom Babylips ganz natürliche Lippenpflege einfach auftragen, gleich mit dem Finger, dort wo ich möchte, dass es noch etwas mehr glänzt. In meinem Augenwinkel tue ich jetzt den Master Drama Lightliner auftragen, für ein Highlight setzen und dort tue ich aber schön mit dem Finger verblenden. Echt, dass man schön einen feinen Übergang haben, man kann ihn grob so auftragen, muss nicht schön sein.
Und dann mit dem Finger schön so ein bisschen reinarbeiten. Für die Wimpern nehme ich den Lash Sensational, weil ich wirklich einen natürlichen Look behalten. Gleich volle, schöne Wimpern. Es gibt wirklich schöne Fächer, Trenzen schön. Aber ist nicht zu stark nachher im Effekt. Noch schönen Wimperansatz mit Zickzack-Bewegungen auftragen. Je nach Intensität kann man mehrere Schichten auftragen. Und ich tausche nur die oberen Wimpern tauschen zu diesem Look. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen und ich hoffe, euch eine kleine Inspiration geben für die kommenden Festtage. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Jahr.